fuck with. Glück auf Schutz aus dem Schacht. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, das erste Video im Jahr 2016. Ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr gerutscht. Ich möchte dieses Video eigentlich mal nutzen, um euch so ein bisschen zu erklären bzw. zu beschreiben, was sich auf meinem Channel verändern wird bzw. was ich halt vorhabe. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht genau wann es gewesen ist, aber irgendwann letzten Jahres so ein bisschen die Karre an die Wand gefahren zu haben. Das ist nicht eure Schuld, sondern das ist halt definitiv meine Schuld gewesen. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe oder was ich hätte nicht machen sollen. Aber auf jeden Fall habe ich mir zu Weihnachten dann mal ein paar Gedanken gemacht, weil ich da endlich mal wieder Zeit hatte. Und ja, ich werde jetzt einfach mein Konzept ein bisschen umstellen. Ihr wollt bestimmt wissen, was das ist, zumindest hoffe ich, dass ihr das wissen wollt. Ja, definitiv werde ich nicht mehr so viel Zeit in meine Videos investieren, was Videoqualität angeht, was Audioqualität angeht. Ich habe letztes Jahr weit über 1000 Renderversuche gemacht, nur um, sag ich mal, eine gute Videoqualität hinzubekommen. Die habe ich dann wieder versucht zu verbessern. Also ich will gar nicht wissen, wie viel ich über das ganze Jahr gerendert habe, nur an Testversuchen, wie viel Zeit ich da investiert habe, um irgendwas zu finden, einstellungstechnisch und so weiter. Egal, ob das Videoqualität war oder ob das Audioqualität war. Ihr werdet jetzt einfach diese Qualität sehen. Ich denke, die ist definitiv okay. Und viele andere YouTuber machen sich darüber auch keine Gedanken. Warum sollte ich deshalb so viel Zeit investieren? Ich habe sowieso weniger Zeit als zum Beispiel ein Schüler oder, sag ich mal, ein Student, der jetzt kein so schwieriges Studium hat oder halt Vollzeit-YouTube oder wie auch immer. Und ja, deshalb denke ich, muss das Ganze einfach reichen. Was sich auch ändern wird, sind die Themen. Ich habe immer versucht, irgendwelche sachlichen Themen mir rauszusuchen, darüber ein Video zu machen. Das Ganze natürlich auch, sag ich mal, perfekt bzw. relativ gut darzustellen, zu argumentieren und so weiter. Das wird sich definitiv auch ändern, weil das schätzt einfach keiner, beziehungsweise will vielleicht auch keiner sehen, das ist ja vollkommen okay. Und ich werde es einfach so machen, wie ich angefangen habe. Ich werde einfach Videos machen über Themen, die ich gut finde. Egal, ob euch das gefällt, aber was heißt euch gefällt, natürlich muss es euch auch ein bisschen gefallen. Ich meine, ob das Thema für euch gut ist oder ob ich über irgendeinen YouTuber was sage, wo ich hätte vielleicht nichts erzählen dürfen oder über irgendein Thema, wo man vielleicht denkt, so ja, darüber macht man kein Video. Ich werde einfach das machen, worauf ich Bock habe. Das ist bis jetzt immer am besten angekommen und ja, kostet mich auch wesentlich weniger Zeit, weil ich muss auch darüber nachdenken, YouTube wird definitiv nicht mein Beruf werden, also muss ich schauen, dass ich meinen Beruf weiterkomme. Ich habe noch ein Haus, um was ich mich kümmern muss. Ich habe eine Familie und so weiter und so fort. Und ich will definitiv mehr Zeit mit meiner Familie, Freunden, Hausbau und so weiter verbringen, als mich stundenlang jeden Tag hinzusetzen, um, sage ich mal jetzt, die krasse Qualität rauszusuchen und ein übelst krasses Thema. Sondern ich werde einfach das machen, worauf ich Bock habe, was gerade lustig ist. Und ich werde auch definitiv nicht mehr so krass auf Gameplays erschwitzen. Ich bin halt einfach nicht so gut. Das ist halt einfach so, natürlich bin ich, sage ich mal, besser als viele andere Spieler, aber ich bin halt nicht dieser Typ oder ich finde halt die Lobbys einfach nicht, wo ich sage, hey, komm, das sind alles Noobs, die klatsche ich alle an die Wand. Teilweise liegt es auch einfach daran, dass meine Verbindung halt nicht so mitspielt, ich wohne halt auf dem Dorf. Soll keine Ausrede sein, ist halt einfach so, deshalb habe ich mir gedacht, komm, nimmst du einfach ein paar Gameplays von irgendwelchen Leuten, beziehungsweise nehme ich halt meine Gameplays, die mir halt gut gefallen. Das muss nicht immer nuklear oder double nuklear oder sonst irgendwas sein, sondern einfach irgendwelche, die cool aussehen. Die werde ich gut zusammenschneiden, weil ich sowieso keine 13 Minuten Herrschafts-Gameplay verquatschen kann. Und ja, werde nicht mehr so viel Zeit investieren, irgendwelche krassen Gameplays zu erspielen, weil da ist so viel Zeit drauf gegangen, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe so viele Stunden jeden Tag geschwitzt auf irgendeinem Gameplay, habe deshalb nicht richtig im TS mit den Leuten quatschen können oder ich habe auch in keine Partys oder ich bin in keine Partys gejoint und so weiter. Und ja, ich sehe einfach den Sinn nicht, warum ich das machen sollte. Entweder die Leute feiern so, wie ich bin oder das Thema. Und wenn es halt nur das Gameplay ist, ja okay, dann kann ich es halt nicht ändern. Ist mir jetzt aber auch eigentlich wurscht, weil, wie gesagt, so wie das letzte Jahr aufgehört hat, möchte ich auf jeden Fall nicht weitermachen, weil das macht mir dann persönlich auch keinen Spaß. Ja, ihr merkt schon, ich bin auch so ein bisschen deprimiert, wie das Ganze halt im Jahr 2015 geendet ist. Ich will jetzt auch nicht irgendwie wieder, ach, mir geht's so schlecht und so weiter. Eigentlich, keine Ahnung, lief das Jahr 2015 richtig gut, wenn ich überlege, was ich alles in diesem Jahr geschafft habe. Trotzdem bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich halt ein bisschen was ändern möchte und muss. Und das werde ich definitiv auch umsetzen. Und ich werde mir nicht mehr so viel Gedanken über alles machen, sondern ich werde es einfach machen, so wie ich es für richtig halte. Entweder es gefällt dann halt den Leuten, also euch als Zuschauer oder halt nicht. Und ja, definitiv die Themen, das war auch immer so ein Punkt.
Ich habe immer überlegt, was könntest du machen, was könntest du den Leuten zeigen. Habe dann versucht, irgendwelche sachlichen Themen zu nehmen und dann guckst du einfach bei den größeren YouTubern, die machen einfach nur so viele Scheiße, wo ich sage, die mache ich auch ständig, ich nehme sie bloß nie auf, weil ich mir denke, hey, die Leute wollen qualitativ hochwertige Videos haben, aber irgendwie ist es vielleicht nicht so, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch zu alt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall werde ich da was ändern und ja, das sind so eigentlich so die Hauptsachen. Auf jeden Fall werde ich wieder auf der Gamescom sein, da freue ich mich mega und bestimmt wieder richtig geil, also wenn ihr mich da treffen wollt, kein Problem, ich denke, ich werde dazu auf jeden Fall nochmal ein Video machen. Und ansonsten werde ich definitiv, was ich mir auch vorgenommen habe, mehr Zeit verbringen mit Leuten auf dem TS, quatschen, chillen, in Lobbys zocken und vor allen Dingen Dual-Commentaries machen. Die haben mir eigentlich immer viel Spaß gemacht, da ich aber immer irgendwie eingebunden war, ob irgendwelche Einstellungen ausprobieren von irgendwas, Gameplays erspielen alleine, weil der Standort ja so war. Und ja, das wird definitiv auch wegfallen, deshalb habe ich dann mehr Zeit, um mit euch da ein bisschen zu zocken, um so meine Community ein bisschen mehr einzubeziehen. Und ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Also wie gesagt, das sollte jetzt kein Flame-Video oder Heul-Video oder sonst irgendwas werden, sondern ich würde einfach nur sagen, was ich ändern werde, weil ich halt selber irgendwann die Karre an die Wand gefahren habe, wie ich am Anfang des Videos schon mal erzählt habe. Ich weiß zwar nicht wo, aber definitiv weiß ich, dass ich halt so nicht weitermachen möchte. Und ja, das sind so meine Pläne für dieses Jahr. Ich hoffe, dass ihr mich krass weiter unterstützt, vielleicht der ein oder andere auch wieder zurückkommt oder wieder aktiv wird und wie auch immer. Ansonsten schaue ich mir das Jahr an, was ich zustande bekomme und dann werde ich Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres halt entscheiden, wie ich dann halt weitermachen werde, ob es sich überhaupt noch lohnt weiterzumachen. Und ja, aber ich denke, wir kriegen das ganz gut hin. Ich bin optimistisch, ich habe auf jeden Fall Bock. Habe schon ein paar coole Themen rausgesucht. Achso, ich habe mir jetzt übrigens auf mein Handy eine App runtergeladen, wo ich mir mal meine Themen einspeichern kann, weil ich meistens die geilsten Einfälle irgendwo habe, bloß nicht daheim. Und ja, meistens, wenn ich daheim bin, habe ich sie dann wieder vergessen. Aber das wird auf jeden Fall jetzt auch nicht mehr passieren. Und deshalb bin ich ganz optimistisch, dass man das gut über die Bühne bekommt. Ich würde sagen, das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich denke, es war lang genug. Ihr habt jetzt einige Informationen bekommen, beziehungsweise versteht mich hoffentlich, warum ich das ganze Konzept ein bisschen über den Haufen schmeiß. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, bleibt geschmeidig, locker, flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black AMS.